Ja, ein zweiter Treffer, schön herausgespielt, souverän abgeschlossen. War von eurer Mannschaft heute ein sehr gut taktisch gut geführtes Spiel? Ja, würde ich auch sagen. Wir wussten, dass die Altacher probieren, hinten raus zu spielen und wollten sie zustellen und also die Pässe ins Zentrum nicht zulassen. Und das ist uns ziemlich gut gelungen und wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir 2-0 gewonnen haben. Es war auch so, dass ihr vorne, kann sagen, sehr ruhig gespielt habt. Ihr habt auf die Möglichkeiten gewartet. Ja, im Spiel musst du immer auf die Möglichkeiten warten und wenn sie dann da sind, musst du sie eiskalt nutzen. Und wir haben heute zweimal getroffen und das bedeutet 2-0 für uns. 3 Spiele, 3 Siege, gutes Gefühl? Ja, jetzt, der Anfang ist gut geschafft und jetzt heißt es weiterarbeiten. Jetzt kommt der Horn, das nächste Spiel und das wird auch schwierig auswärts. Starker Aussteiger, aber wenn man vorne in der Tabelle ist, sieht es sich immer gut an. Ja, natürlich haben wir jetzt ein gutes Selbstvertrauen und aber Horn ist nicht zu unterschätzen, haben jetzt Grödig heute geschlagen, 2-0, glaube ich. Und ja, da heißt es wieder 100% abrufen und schauen, wie was rauskommt. Gratulation zum Sieg und zum Treffen. Dankeschön.